So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gothaer Lokalfernsehen. Tja, Weihnachten naht, beziehungsweise das, was wir hier gerade machen, kommt auch über die Weihnachtszeit und es hat einen guten Grund, denn wir sind heute hier zu Gast bei den Geschwister Weisheit. Und da sind zwei prägende Männer der Familie, die neben mir sitzen, zu meiner Linken. Es ist Rudi Weisheit, zu meiner Rechten Peter Mario Weisheit. Der Grund unseres Besuches ist nicht nur ein Resümee zu ziehen über das Artistenjahr, sondern genereller Art, denn Rudi Weisheit wurde vor wenigen Wochen, nämlich am 14. Oktober, Ehrenbürger der Stadt. Es gab eine wunderbare Gala und diese Gala, meine Damen und Herren, haben wir aufgezeichnet und haben das auch als Geschenk in eine DVD gepresst, sozusagen, das wir gerne übergeben, denn es war ein außergewöhnlicher Tag, eine außergewöhnliche Veranstaltung. Deswegen auch das nochmal an Sie, Herr Weisheit. Dankeschön. Ja, und der aktuelle Chef der Gruppe hat insgesamt 5 DVDs geordert. Und meine Damen und Herren, wer jetzt sagt, ich hätte das auch gerne, wir blenden das am Ende der Sendung ein, wie Sie an eine DVD kämen. Wer es sehen will, kann es in unserem Weihnachtsprogramm sehen, ab ja, demnächst und bis Anfang Januar im Programm und auf YouTube auf jeden Fall auch veröffentlicht. Aber wir wollen jetzt mal zu unserem Interview kommen. Rudi Weisheit, Ehrenbürger der Stadt Gotha. Ich muss, bevor wir hier zu einigen anderen kommen, mal fragen, wie haben Sie die Veranstaltung in Erinnerung? War gut, die Veranstaltung war gut. Natürlich war die gut. Und wer hat Ihnen die Nachricht überbracht, dass Sie Ehrenbürger werden? Ja, der Bürgermeister selbst. Ja. Wie war denn Ihre Reaktion? Ja, ich war überrascht. Warum bin ich Ehrenbürger? Wieso? Weshalb? Ich habe da nichts anderes gemacht. Ich bin in der Welt hinaus gewesen und habe dann den Namen mit nach Hause getragen. Aber warum soll ich dann Ehrenbürger sein? Ich habe was gemacht, was normal ist für uns als Hochseilassisten immer gewesen. Kann ich nur sagen. Und ich freue mich natürlich. Naja, für uns ist auch Stolz, ne? Für die Familie ist das schon schön. Peter Mario Weisheit sitzt neben mir, nicht nur Sohnemann, sondern auch aktueller Nachfolger als Chef sozusagen der Geschwister Weisheit. Lassen Sie uns mal ganz kurz darauf sehen, ich meine, welchen Widerhall, ich meine, Ehrenbürger ist ja nun eine großartige Auszeichnung, da weiß man, das bekommt im Weißgott nicht jeder, das ist ganz klar. Wie kam es an? Ja, für uns war das, also für mich war das eine verdiente Ehrung für meinen Vater, dass natürlich die Heimatstadt Gotha ihn da in einer Reihe stellt mit wirklich herausragenden Persönlichkeiten, das macht uns sehr stolz. Und es ist auch ein Qualitätsmerkmal, auch für uns als Hochseiltruppe, das zu haben. Also das ist schon eine ganz, ganz besondere Würdigung. Ja, und wie haben Sie die Veranstaltung empfunden? Die Veranstaltung war für mich hoch emotional. Ja, wir haben ja nun auch wirklich tief in die Trickkiste gegriffen mit den Trompetensoli, die mein Vater in jungen Jahren auf dem Mast geblasen hat. Und dann haben wir mit den drei kleinen Kindern das auf dem Hochseil eröffnet, auf einem kleinen Hochseil. Das ist auch so, wie der Vater mit dem Großvater früher mal angefangen hat. Und das soll auch so ein bisschen den Werdegang des Vaters widerspiegeln. Und das ist uns gut gelungen, denke ich. So, mit dieser kleinen Geschichte beginnen wir, damit Sie auch mal einen kleinen Eindruck bekommen, zeigen wir Ihnen das jetzt mal. Wir hatten zwei artistische Einlagen. Das eine waren die Kinder auf dem Hochseil. Ruby, Lenny und Charlie. Und das zweite war Natalia Weisheit am Ringtrapez. Und da war der Hintergrund der, dass Natalia in der 8. Klasse, als sie noch hier in Siebleben in die Schule ging, da hat der Vater gesagt, was willst du mal werden, Mädel? Du musst dir mal langsam einen Beruf ausdenken. Und da hat sie gesagt, ja, ich möchte gerne an die Artistenschule nach Berlin. Und da hat er gesagt, da kommst du aber ein bisschen spät jetzt mit deiner Idee. Da musst du ja jetzt schon hin, weil du musst ja schon während der Schulzeit, das geht ja in der 8. Klasse schon los. Und dann hat er angerufen da, weil er die Ausbilder auch kannte. Und da haben die gesagt, ja Rudi, da bist du aber jetzt knapp dran. Wir haben nächste Woche nochmal eine Aufnahmeprüfung und dann sind wir durch für dieses Schuljahr. Und dann hat er gesagt, Natalia, anziehen, wir fahren jetzt nach Berlin. Aber Opa, ich kann doch gar nichts, was du kannst reicht. Die wollen nur sehen, ob du geeignet bist.
Und dann ist er mit ihr nach Berlin gefahren und dann war mein kleines Kind von jetzt auf gleich weg von zu Hause und war an der Artistenschule in Berlin. Das machen wir und gleich. Und hat mit dieser Darbietung am Ringtrapez dort ihren Abschluss gemacht. So, meine Damen und Herren, und jetzt fangen wir mal richtig an. Er weiß halt, wie alt waren Sie denn, als Sie das erste Mal aufs Seil gegangen sind? Nur 5 Jahre. 5 Jahre. Na klar, war bei uns immer so. Die kleinen Kinder müssen hoch, die Kinder wollen alleine. Es wird da keine gezwungen. Die Kinder wollen selber hoch. Alle wollen. Bei uns sind alle ganz normal. Ich hab's auch so. Papa, 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 hoch. Opa, hopp, ich hoch. Dann durfte ich hinterherlaufen und so weiter. Unsere Kinder auch. Das ist so. Die Kinder werden, wenn sie dann älter werden, wird es dann schwieriger. Aber dann, Kinder, husch, husch, sind sie oben. Und das hat sich nicht geändert? Kinder werden nicht gezwungen? Das hat sich nicht geändert. Ich kann eine Geschichte erzählen. Wir haben unseren kleinen Charlie, da war er noch 3. Da haben wir hier im Trainingssaal mit ihm geübt und der Opa übt mit ihm, weil der wird ja im Sommer 4 und irgendwann im Sommer, vielleicht im Herbst, kann der dann schon mal mit hoch, probehalber. Und dann waren wir in Ratzeburg und dann kam Charlie angerannt, ganz aufgeregt. Opa, Opa, der André übt mit Friedrich auf dem Hochseil, wir haben doch auch geübt, wir müssen jetzt dahin. Und Natalia ist blass geworden, seine Mutter, und hat gesagt, was machst du jetzt? Ich sage, wir haben mit dem Junge geübt. Der hat das Vertrauen, der will gerne auf das Seil, jetzt muss der mit hoch, sonst riecht er da Lunte und dann hat er vielleicht Vorbehalte. Und dann haben wir mit ihm geübt. Das war natürlich sehr aufregend für das Kind. Das war noch viel mehr aufregend für mich. Und dann hat er dort in Ratzeburg zum ersten Mal gearbeitet. Aber nicht bei der ersten Vorstellung, da haben wir ihm ein Kostüm angezogen und dann hat er sich hingelegt auf die Couch und dann ist er so tief eingeschlafen. Hat Natalia gesagt, was machen wir jetzt? Wir lassen ihn schlafen, aber bei der zweiten Vorstellung hat er mitgemacht. Und das ist der als Jüngster mit noch 3 Jahren, kurz vor seinem 4. Geburtstag, schon mit auf dem Hochseil war. Und so ist das, weil die Kinder das wollen. Wir wollen es auch. Bleiben wir mal beim Thema Geschwister Weisheit. In 2 Jahren 120, ne? 125. In 2025 haben wir 125-jähriges Jubiläum. Wer wohl am besten noch halbwegs erzählen kann, wie sich das gegründet hat. Was hat denn Ihr Vater Ihnen erzählt? Wie kam es denn zu den Geschwister Weisheit, die Ihr Urgroßvater ja gegründet? Es gab eine alte Seiltänzerfamilie, die sind nach Zellamelis gekommen, sind aufgetreten und damals, vor 1900, da war es ja so viel Sport. Hier konnte am Ring arbeiten und alles so. Es gab so viele Sportler, Jungs, eine ganze Familie. Familie Weisheit waren das, haben sich da das gesehen, was sie gemacht haben, haben sie ein bisschen geübt, dort gemacht. Haben sie gesehen, hübsche Mädchen und einer hat sich an ein Mädel verliebt und dann sind die dann los. Ist er mitgereist, hat sein Gewehr gehabt damals und eine andere Geige auch, aber ein sehr guter Musiker auch, mein Großvater. Und der hat natürlich dann ist er mitgereist und die wollten aber nicht damals, die reisenden Leute, dass so Bürger da so reinkommen. So war das damals. Und da hat er eben, ist er abgehauen mit dem Mädchen, weil der Opa wollte die nicht haben. Ja. Also abgehauen mit dem Mädchen und dann haben sie sich dann selbstständig gemacht und 1900 haben sie angefangen. Da waren noch 2 Brüder noch dabei vom Opa und da haben die angefangen. Das hatten so ein kleines Bockseil aufgehabt, was hatten sie noch? Ein Ziegenbock, der war dressiert und sowas haben die damals gemacht. Und das hat sich entwickelt. Und hat es mein Vater gemacht. Gell? Der ist 1908 geboren. Naja, 1931 hat er es übernommen. 1973 hat es übernommen. Ne? 1982 haben sie Jungs übernommen. 2010. Rück hier die Zahl. 2010, mal sehen, wer der nächste dran ist. Ja, so ist das halt. In der Familie geht es so weiter. Mussten Sie lange überlegen, 1973, als es darum ging, die Nachfolge anzutreten? Nee, das war die Frage, wer macht's? Waren mehrere Geschwister damals auch noch dabei sind. Mein Vater hat aufgehört, hat gesagt, was ist Jungs, ich bin 65, ich höre jetzt auf. Das ist mir alles zu viel, ich kann das nicht mehr. Ist auch nicht so verdient, nicht so toll. Einer von euch muss es machen. Ja, wer macht's denn? Wer macht's denn? Und alle, naja, Rudi, dann musst du das machen. Heuelo, du machst das. Und ich wollte ja gar nicht.
Na, das ist eine große Verantwortung. Da dachte ich, na gut, dann mache ich es halt. Da kam auch von der Rat des Bezirkes hier damals, wer hat da so die Konzert- und Gastspieldirektion, die hatten ja alle was zu sagen auch. Wir mussten ja damals Genehmigung haben von denen. Und dann habe ich gesagt, na Rudi, du bist vielleicht der beste Mann, nehmen wir den. Haben die gesagt, na, dann habe ich dann übernommen, das war 73. Und von dann an ging es uns ja eigentlich gut. Die Aufwärts, da braucht man nicht mehr im Regen stehen draußen und selber Geld einsammeln, und dann haben wir unsere Gage gekriegt, und dann ging das, wie sich eigentlich sein sollte, für wie Artisten und Künstler. Ne, haben ihre Gage gekriegt, und dann ging es so gut aufwärts. Ne, bis 1900 dann die DDR nicht mehr kam. Da gab es ja nicht mehr. Wie haben Sie denn die Transformation erlebt nach der Wende? Ich meine, das war ja für die Geschwister Weisheit mit Sicherheit auch keine einfache Zeit, in die, ich sag's mal so, totale Selbstständigkeit zu wechseln. Ne? Gab es Zweifel mal irgendwann in den 90er Jahren, dass Sie gesagt haben, das schaffen wir nicht mehr? Na, es war ja so, wir hatten auch Verträge gehabt fürs nächste Jahr schon. Und die Verträge sind einfach weggeschmissen worden. Und da habe ich gesagt, es geht, und wir haben einen Vertrag, und der Vertrag gilt. Das ist die Stadt. Die Stadt hat mit uns einen Vertrag gemacht. Und da haben wir doch einige, Gott sei Dank, ein paar Städte gehabt noch, nach der Wende, wo wir ein bisschen was verdienen konnten. Und haben ein paar Privatdinger gespielt und selber einkassieren. Aber das lohnt nicht. Das lohnt sich nicht. Die Leute wollten alle nach Westen, die wollten alle Westgeld. Da war der Osten und der Westen. Das war nicht so einfach. Für uns war es schwer. Ja. Zum Glück waren wir doch in Holland. Holland. Ja. So, dann zurück. Da gab es die DDR nicht mehr. Und dann dachten wir jetzt, ja gut. Aber zum Glück haben wir dann einen Freund gehabt, kannten wir von früher, hat bei uns auch mal gearbeitet, aber vorher noch im Westen abgehauen, bevor die Mauer zu war. Und der hat uns dann doch ein bisschen geholfen. Da konnten wir gleich nach der Wende 6 Jahre in einer großen Freizeitpark arbeiten. Ja. Und so sind wir über die schwierige Zeit gekommen. Aber es hat sich so entwickelt, ne, dass die Hochseilartisten geschlüsterweise doch die Besten in Europa gewesen sind, und hat sich dann doch entwickelt, dass wir keine Sorgen hatten. So. Was macht denn das Artistenleben aus? Ich meine, mit den vielen Entbehrungen, die man ja trotzdem hat, wie oft muss man denn, wenn man ein erfahrener Hochseilartist ist, muss man da nach irgendeiner gewissen Zeit, bitte nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, hier spricht ein Laie, der in seinem Leben auch im nächsten kein Artist mehr werden wird, muss man trotzdem regelmäßig üben? Immer. Man muss immer im Training bleiben, man muss immer sich fit halten. Ja, wir haben auch hier im Winter, wir haben uns dann damals diesen Trainingssaal gebaut, weil wir zu DDR-Zeiten nicht die Möglichkeit hatten, in eine Sporthalle zu gehen. Und dann haben wir uns geschaffen, dass wir auch im Winter üben können und auch im Sommer. Wir sind immer auf dem Seil, immer mit irgendwelchen Geräten unterwegs und halten uns auch so körperlich fit. Das ist wichtig. Herr Weisheit, was ist denn mit dem, ich meine, wir reden ja hier nicht von 2 Metern über dem Boden. Hat man da nie Angst, weil man praktisch reinwächst, auch als Kind? Oder wie muss man das sich vorstellen? Ja, als ich 10 Jahre alt war, 1952, hat mein ältester Bruder, der Otto, gesagt, weißt du, mein Heulein, du gehst im 12-Meter-Mast. Soll ich das gerne? Ja, mach das. Aber ich werde besser können wie du. Du bist genauso gut. Du machst den Kopfstand da oben, legst dich hin und machst, ja gut. Na gut, bin ich hochgeklettert, 12 Meter, ein Holzding da, war ich 10 Jahre alt. Habe ich da mein Kunststückchen gemacht, das größte war Kopfstand, mehr konnte ich da, Handstand konnte ich ja noch nicht. So habe ich dann den Kopfstand gemacht, bin abgestiegen, und das Publikum war Publikum. Die liegen, ach, der Kleine, applaudiert. Da habe ich mich gefühlt. Habe ich meine, ha, das ist mein Leben. Das wird mein ganzes Leben sein, werde ich mir die größte Hochseiltruppe bauen. Das war als Kind, da war ich 10 Jahre alt. Und was habe ich gemacht? Die größte Hochseiltruppe habe ich gebaut. Und Gott sei Dank, den höchsten Artisten, was das hier gebaut wurden, haben wir auch. Das ist schon. Da freue ich mich, dass ich es geschafft habe. Das mit der Familie. Ohne die Familie wäre das sowieso nicht gegangen. Gell? Meine Geschwister, ich habe 2 Schwestern und noch den Bruder und dann die Kinder oder die geheirateten Mädels und so.
war ja wichtig, dass wir so gute gefunden haben, auch die mit uns auf dem offenen Hochseil gearbeitet haben, sehr sportlich waren auch, ne? Auf dem Hochseil mitgearbeitet hat, am Trapez mitgearbeitet, am Motorrad und so. Waren wir stolz, gell, dass die Familie eben weiter konnte. Naja. Dann war einer älter, noch einer älter, die eine Schwester weg, der Mann weg. Und dann haben wir einen dabei, der war nichts, der Schwager, war ich froh, dass ich losgeworden bin. Wie es in der Familie eben mal so ist. Alles ist gut und manchmal ist ein was nicht so gut. Aber am Ende alles gut. Das ist das Wichtigste, ja, oder? Nochmal zum Thema Höhe, Angst, Respekt. Kriegt man das praktisch eingeimpft? Nee, das kriegt man nicht eingeimpft. Also bei uns ist es ja so, ich fange nochmal mit dem kleinen Charlie an. Der ist sehr vorsichtig und was er macht, das kann er dann aber auch. Und der muss dann auch das Vertrauen bekommen, dass er das, dass ihm nichts passiert. Also das ist dann die Verantwortung, wenn die Kinder einsteigen, ist die Verantwortung der Erwachsenen, sie nur Sachen machen zu lassen, die die auch können. Und das ist gar nicht so einfach, das zu entscheiden und das den Kindern zuzutrauen. Und bei den Erwachsenen ist es auch so, man fängt mal an und dann übt man was. Und das hört sich so lustig an, aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis sind bei uns eben nur mal 12 bis 40 Meter. Und dann kann man das unten wunderbar können. Wenn man oben steht, klopft das Herz dann doch sehr. Und dann muss man sich schon überwinden und muss das schon erst mal machen. Und wenn man das dann macht, dann dauert das auch 2, 3, manchmal 4 Jahre, bis man so sicher ist, dass man das auch locker macht. Und dann kommt man nach, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Jahren auf einmal, schleicht sich hier ein Fehler ein, schleicht sich da ein Fehler ein, dann kommt der sogenannte Schweinehund und da muss man wieder von vorne anfangen und sich wieder überwinden, das zu machen, um das auszumerzen. Und so ist das schon immer eine schwere, anstrengende Arbeit. Aber das muss wahrscheinlich auch so sein, weil wenn alles nur ganz einfach und leicht wäre, wäre auch die Gefahr groß, dass man sich nicht so sicher hält und unaufmerksam ist und dass auch was passieren würde. Und das möchte man ja auch nicht. Die Weißheits waren ja zu DDR-Zeiten schon bekannt für die Motorradnummer. Wie ist es denn dazu gekommen? Motorräder gab es früher auch schon. Ja. Aber auch die Sache ist ja die, was das Wichtigste war für uns, eine welteinmalige 7-Personen-Pyramide auf dem Hochseil. Ja. Das war das Größte. Ja. Motorräder gut und schön, ist eine Show. Auch die Artistik, die gemacht wird. Mhm. Aber das Hoch- und Runterfahren. Ja. Das war ein bisschen Show, aber also Kunst bisschen, hat es nicht gehabt. Ich muss mal so sagen, das ist nicht die eigentliche Herausforderung, sondern das gehört zur Show. Aber wie kam es denn zu der 7-Mann-Pyramide? Ja. Sitzt man dann zusammen und sagt, ja, wir müssen mal was Neues machen oder ergibt sich das aus den Trainingseinheiten? Oder ja, hier ging es sowieso nicht. Hier ging es sowieso nicht drin. Wir haben gearbeitet die 6 Jahre in den im Holiday Park und dann haben wir drei Vorstufen von jeweils so 25 Minuten gehabt. Und in der Zwischenzeit, was machen wir denn? Was machen wir denn? Wisst ihr was, Jungs, habe ich gesagt, legt mal Seil hier hin, mal eine Brücke rechts und links, Balancierstange, dann werden wir die 7er-Pyramide probieren. Jeden Tag, unten, lauft ihr alle auf dem Strick lang. Okay, machen wir. Okay, ach, wie machen wir es denn? War gar nicht so einfach. Und dann nach ein ganzes Jahr ging dann einwandfrei, weißt du was, wir gehen mal hoch. Das Hochseil war aufgebaut, weil es gelief. Dann sind wir aufgestanden, sind wir aufs Hochseil. Und dann Peter, hopp, André, wollen wir, André, mein Bruder, der 2 Jahre jünger als ich. Ja, hopp, Jungs, wir machen das. So, der André vorne, der Peter der Zweite, ich der Dritte, hinten mein Bruder, der Jüngere, aber der war der Stärkste. So, von also das Rohr, wo die drauf lagen, dann war da unsere Katrin, hinten meine Schwiegertochter und oben drauf in der dritten Etage von meinem Bruder das Mädel. Katharina. Ach, tapfer waren die. So, da haben wir das, unten ging's. Wunderbar, hopp, machen wir es ja heute erst einmal. Aufbauen, hopp, hopp. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist, wenn man so einen Trick das erste Mal auf ein Hochseil macht, wenn da was passiert, runter, da fliegt übers Netz, kann mein Bruder Heinz-Georg hat gesagt, hör mal, macht euch nicht verrückt, wir haben es gehört, wir machen das. Wir sind alte Hochseilartisten, los jetzt, es fängt an, hat er gesagt. Mit den ersten Reihen, die zweite Reihe, ich reingehängt, angehängt, so. Ja, so die nächste, Achtung, fertig, mein Bruder, Achtung, fertig, ab, und es losgeflogen. Genau, zack, sind wir gelaufen.
Ach du lieber, meine Beine ging auf meine Auge gehen, auf hier die Schüler von Peter. So. Muss ja genau das Tempo halten. Ja. So. Dann in der Mitte aber angehalten. Stopp! Alle, oh, warum? Das war nicht geplant. Und mein Bruder, der war eben so, stopp! So, einen Stoß, aber einen Moment warten. Gut, weitergehen, weiter, bis so abgebaut. Und es hat geklappt. Alle haben sich umarmt und geküsst und juhu, die Freude. Und damit haben wir auch eine welteinmalige Darbietung, die 1972 in Amerika tot war. Es gab zwei Tote, ein Schwerverletzter von dem amerikanischen Hochseilartisten, die aus Deutschland kommen eigentlich. Ja. So. Na, und dann haben wir die Einzigen in der Welt, die dann die Siemer-Pyramide gemacht haben. Das war natürlich was. Ja. Gell, das war schon was. Oder war für mich was genauso, wo ich erst einmal einen Gittermast gearbeitet habe, Holzmasten gehabt und dann einen Gittermast, 30 Meter hoch und dann auch noch 20 Meter Holzmast oben. Ja. Da komme ich in Riesa auf dem Sportplatz. Haben wir aufgebaut im Stadion. Die Riesacher haben das gearbeitet, umsonst. Nur haben das Material muss man bezahlen. Und Riesacher haben das für uns, ja. Ja, hätten wir es gar nicht bezahlen können. Haben die Gittermasten. Da habe ich beim Aufbauen, oh Gott, da dachte ich, lieber Gott. Scheiße. Oh Gott, was mache ich denn da? Wie komme ich denn überhaupt hoch? Ja. Das war unheimlich hoch, das Ding. 50 Meter. Vorhin habe ich so 32 gehabt. So. Naja, und dann war das so. Und dann haben die Vorstellung abends. Mein Bruder, der Karl, der zweite Bruder, der Rudi, bei Heule, du bläst so eine gute Trompete. Du wirst heute, wenn du auf Mast stehst, da spielst du, stellst dich drauf und dann bläst du dein Trompetensolo für extra für die Riesa, weil ich so gut mache. Oh, ich dachte, Scheiße, hoffentlich, Trompeten konnte ich nicht. Aber ich dachte, ich sehe Blamage, wenn du da oben stehst, auf einmal bläst du und das wird falsch. Oder du vergisst was, du kriegst keinen richtigen Ton, Blamage, dachte ich mir. Aber nein, ich habe meine Trompete hinten angehängt und hinauf. Aber da klettern, 50 Meter klettern bis oben hin. Ja, damals habe ich heimlich noch ein bisschen geraucht. Da war schon alles trocken im Hals. Bin ich weiter, bis die Gittermasten, die 30 Meter, ein bisschen Kompliment gemacht, Luft holen. So weiter, nochmal 20 Meter hoch und dann wieder hinsetzen, ein bisschen, scheiße, auf mit Rauchen, aber ich war mein Verlust. So, da habe ich gearbeitet, geschwankt hingeher und das Publikum, also das Stadion war voll, war der 30. April, die erste Vorstellung und wunderbares Wetter. Warum? Ja, jetzt Ola, ich jetzt mal meinen Kopfstand und nach dem Kopfstand kommt die Trompete, weil nach der Trompete kommt der Handstand. So, habe ich mich hingestellt, habe ich gesagt, lieber Gott. Was mache ich? Ich kann doch nicht so runter. Ich muss da irgendwo hingucken. Ich muss die Trompete, was über die Trompete muss ich irgendwas, was mich festhalten kann mit den Augen. So, habe ich gesehen. Ein Lichtel habe ich gesehen. Es war ja nachts, es war ja dunkel. Also es war dunkel, es war im April. 30. April ist ja duster. Ja. So abends. So habe ich meine Trompete genommen. Lieber Gott, habe ich gesagt, lieber Gott. Angefangen. Ach, der erste Ton, der kam. Ach, wie ich daran denke. Das Trompetensolo war ohne einen Fehler. Und so, ich war ganz Riesa, kann man sagen. So hat sich weggetragen. Wunderbar, wunderbar. So, da war das Stück vorbei, dachte ich, lieber Gott, meine Trompete runter. Stand ja immer noch so. Ach, Trompete runter. So, so und dann. Ungefähr nach 2, 3, 4, da fängt ja Applaus erst. Ja. Die haben es erst ein bisschen geweilt. Ich dachte, klappern ja gar nicht. Was ist denn? Blamage. War keine Blamage. Und dann, die Trompete hoch. Lieber Gott, habe ich gedacht, das wird Zukunft unserer neuen Nummer sein. Seitdem machen wir eine Trompete. Wer spielt die heute? Heute spielt die Max und Natalia. Die wechseln sich ab auf dem Mast. Es ist immer ganz gut, wenn man zwei Artisten hat, die das Gleiche machen, weil sie sich dann gegenseitig abwechseln können und weil man auch einen Ersatz hat, wenn mal einer krank wird. Wir hatten mal, der Fadi hat sich mal das Bein gebrochen in der Tournee und dann hatten wir dann eben für 4 oder 6 Wochen keinen Hochmastartisten. Oder wenn jemand mal krank ist, dann hat man immer, das heißt, dann muss er das nicht machen. Im Prinzip sondern gibt's alles doppelt besetzt. Ja, im Prinzip ja. Ja. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, nein, wir machen
heute diese Vorstellung nicht. Was für eine Sicherheitsregel gilt? Wie prüft das? Also es gibt natürlich eine Windstärke auch im Baubuch, aber das ist gar nicht so relevant, weil in 60 Meter Höhe der Wind mehr sein kann oder auch weniger als unten oder als in der Hälfte. Das kann man so gar nicht einschätzen, sondern das muss der Artist selber einschätzen. Was überhaupt gar nicht geht, ist bei Gewitter. Sobald am Horizont Blitze zucken oder Donner zu hören ist, müssen wir sofort abbrechen, weil es kann sehr schnell heranziehen. Und bei starkem Wind oder bei Sturm, da kann man natürlich auch nichts machen. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, über den Transformationsprozess. Ich formuliere es mal so, nach der Wende. Wie haben Sie es denn in Erinnerung? Naja, ich habe das so in Erinnerung. Alle haben sich gefreut. Es war natürlich auch sehr bewegend. Es war auch sehr emotional, als dann die Grenze aufging, wo wir dann auch, als wir zum ersten Mal im Westen waren und das erste Mal privat im Westen waren. Aber Sorgen gemacht haben wir uns sofort, denn wir kannten ja die bundesdeutsche Kulturlandschaft und dass das alles anders ist als bei uns, das war uns schon bewusst. Und wir haben einerseits die große Chance gesehen, ja, in die ganze Welt hinauszureisen, hinausreisen zu können, aber natürlich auch nicht die Gefahr verkannt, pleite zu gehen. Weil in der Bundesrepublik war es gar nicht üblich, für Hochseilartistik Geld zu bezahlen, dass die Städte einen engagiert haben. Zu der Zeit sind zu 90% die Hochseilartisten auf dem Marktplatz aufgetreten, haben ihre Kunst gezeigt und sind hinterher mit dem Hut rumgegangen. Und die Leute haben auch gerne da noch Geld reingeworfen. Ja, da gab es eben die Werbung, Geiz ist geil, noch nicht. Und da war die Welt in der Bundesrepublik noch in Ordnung und die haben davon auch leben können. Mehr schlecht als recht oder auch gut, das weiß ich nicht. Es gab nur wenige Hochseilartisten, die auch Verträge hatten und engagiert wurden. Und wir waren ja schon seit 1973 nur noch im Engagement. Also wir mussten natürlich jemanden finden, der uns einkauft. Und dann ist es ja, Engagement hat natürlich die Sicherheit, wir haben das. Aber wenn dann 100.000 Leute kommen, hat man auch nur dasselbe Geld, wie wenn niemand da ist. Also es hat immer alles zwei Seiten, aber es ist die einzige Möglichkeit, hochwertige, qualitative Hochseilartistik zu präsentieren, weil man eben dann im Vorfeld schon wirtschaften kann. Wir müssen die Leute bezahlen, wir müssen unsere Maut bezahlen, wir müssen die Diesel bezahlen, wir müssen die LKWs, die Technik instand halten und das kostet alles Geld. Und ein bisschen Leben davon wollen wir auch noch. Und das muss natürlich schon wohl überlegt sein. Und so war die Wende für uns schwer. Wie viele Leute oder wie viele Mitarbeiter hat denn Geschwisterweise aktuell? Momentan sind wir insgesamt 12 mit unseren 3 Kindern. Wie viele waren es zu DDR-Zeiten? 17, 18. Also gar nicht mal so viel mehr, ne? Unter anderen Bedingungen. Sie sind ja durch den, man muss es so sagen, meine Damen und Herren, die Eltern mögen es mir verzeihen, durch den ganzen Ostblock gereist. Gab es ein sozialistisches Land, bei dem Sie nicht waren? Albanien vielleicht? Oder Kuba. Kuba, genau. Wie sind Sie denn angenommen worden? Wie kam die Geschichte an? Wie haben Sie das in Erinnerung? Wie, mit Anreisen oder mit der Vorstellung? Generell, Anreise und Vorstellung. Oh ja. Ist das aufwendig gewesen dann mit Sack und Pack und musste man das lange planen? Oder? Ist ja so, im Ostblock war das so, wenn wir mal eine Panne hatten, da müssten wir mal sehen, was wir weitermachen. Da haben wir alles mitgehabt, was wir gebraucht haben. An Ersatzteile auch für die LKW, alles. So. Aber im Grunde, das war normal. Die Plätze voll. Wenn wir abgebaut haben, da blieb der voll in verschiedenen Ländern. Haben ihn so lange zugeguckt, wie wir abgebaut haben. Ja, da war der Abbau noch eine Vorstellung. Wir hatten ja 1980 eine Tournee durch Polen. Das war in der Zeit, als Solidarność dort die Geschichte gedreht hat. Wir hatten alles große Städte im Vertrag, in unserem Plan und wir durften nur mittlere und kleine Städte spielen, weil die großen Städte bestreikt wurden und da ging das Unterste zu Oberst. Aber wir hatten überall, alle Plätze voll und es war wirklich so, die Leute sind geblieben bis zum Schluss, bis abgebaut war und dann haben sie applaudiert und haben uns nochmal geherzt und geküsst. Das war schon immer ein großer Erfolg. Das war aber hier in der DDR genauso. Ich erzähle mal eine Geschichte. Wir waren im Thermalbad Wiesenbad und dann haben wir durchgesagt, wir suchen zwei mutige Damen aus dem Publikum, die sich mit viel Spaß und Humor im Huckepack über das Hochseil tragen lassen möchten. Und da kam keiner, da haben wir es nochmal gesagt und dann kam eine Dame, schneeweiße Haare, langer Mantel und sagte, Herr Weisheit, wenn ich 60 Jahre jünger wäre,
würde ich mich von Ihnen im Hokopark übers Seil tragen lassen. Denn vor 60 Jahren, da war ich 20, dann holt sie, greift sie in ihren Mantel und holt eine Karte und sagt, schauen Sie, vor 60 Jahren habe ich mich über das Hochseil tragen lassen. Und wenn jemand 60 Jahre ein Stück Papier aufbewahrt und auf dem Herzen trägt, dann kann man sehen, was Hochseilartistik, wie tief das die Menschen berührt. Und das berührt unsere Zuschauer genauso wie uns nach einer Vorstellung beim letzten Gotthardusfest, wo wir runtergekommen sind. Und es waren so viele Menschen am Sonntagabend, wo normalerweise der Markt schon halb leer ist. Dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Und da sind wir sehr stolz drauf und da kämpfen wir auch darum, dass es in die nächste und in die übernächste Generation gegeben werden soll. So, und weil wir das Thema Trompetensoli eben hatte, es gab ja auch bei der Festveranstaltung eine entsprechende Geschichte, einen entsprechenden Akt. Da schauen wir jetzt mal rein. So, meine Damen und Herren, das lassen Sie uns weitermachen. Ein ganz wichtiges Thema, das wir überhaupt noch nicht gestreift haben, ist das Thema der Frauen. Es gibt keine Geschwisterweisheit ohne die Frauen, die auch auf dem Seil, aber auch viele auf dem Seil stehen natürlich, aber auch viele Dinge machen. Wie ist denn das, Herr Weisheit? Hat Ihre Frau irgendwann mal gesagt, oh, ich habe jedes Mal ein bisschen Schrecken, wenn du aufs Seil gehst bei 50 Metern? Oder auch hier gilt Gewöhnungseffekt? Na klar, auf dem Peitschenmast oben ein bisschen aufgepasst. Das hat sie schon. Aber naja, das ist sehr sportlerisch. Wir haben es verliebt, dieses Mädchen, Huckepack über das Hochseil getragen, haben es verliebt und dann haben wir ein Kind angeschaffen, da ist er. Wir waren 17,5, 18 und dann wurde er, da waren wir 18,5, da war der Sohn schon da. So war die Zeit. Weil halt verliebt waren wir uns, was die Mädels. Und die sind alle tapfer, unsere. Sie arbeiten genauso viel wie die Männer. Ich weiß nicht, es gibt ja keinen Unterschied. Und wenn die uns brauchen, in der Küche sind wir da genauso drin, halten wir genauso. Wir helfen uns gegenseitig, oder nicht? Ja, wir helfen uns gegenseitig. Es ist einfach so, also ohne unsere Frauen können wir das ja auch gar nicht alles schaffen und leisten. Und die bauen mit auf und ab. Alle Frauen haben bei uns haben auch einen LKW-Führerschein. Die fahren auch Transporte mit. Natürlich ist es schöner, wenn sie PKW fahren können und ein Camping dran. Aber eigentlich freuen sie sich mehr, wenn sie auf die großen LKW steigen können und die fahren. Und die machen ja auch was her auf dem Seil. Ich meine, es ist ja auch... Kunst hat ja auch mit Ästhetik zu tun. Und eine Frau sieht eben nun mal für viele doch schöner aus als ein Mann. Ach, die machen schon gut, die Mädels. Ihr Vater war 5 Jahre, als er das erste Mal auf dem Seil stand. Wie alt waren Sie? Auch so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich kann auch 6 gewesen sein, vielleicht war ich auch 5. Ich weiß es nicht mehr. Es war keine Überwindung als solches, genauso wie er es erzählt hat bei sich, sondern... Das wollen? Na, als Kind macht man das ja gerne. Ja, meine Enkeltochter Ruby geht mit mir aufs Seil und die macht noch das Durchkrabbeln. Das heißt, sie hält sich hinten bei mir am Gürtel fest, dann läuft sie hinter mir her, dann klettert sie zwischen meinen Beinen durch. Ich knie mich hin, heb sie auf mein Knie, dann winkt sie dem Publikum und dann geht sie wieder zurück. Da ist das Kind nicht überfordert, muss sich schon gut festhalten. Ja, wir haben das auch lange, lange geübt, aber das macht sie gut. Und irgendwann ist es für sie zu leicht und dann möchte sie auch gerne mit einer Balancierstange über das Seil laufen. Wie ihre Brüder das machen. Und dann kommt das und so wachsen unsere Kinder da hinein. Ja. Wie groß ist der Druck? Ja, Sie haben es übernommen 2010. Ja, Ihr Bruder ist ja auch mit am Start, ja. Der André. Aber wie groß ist der Druck, bevor man so eine Entscheidung trifft? Ich meine, wir haben es ja vorhin gesagt, 100 Jahre, 1900 besser gesagt, gegründet, 125 Jahre, das muss erst mal jemand vorweisen. Und auch 2010 waren es schon 110 Jahre. Mussten Sie mit sich ringen? Ich musste da überhaupt nicht ringen. Für mich ist es ganz klar, das Ziel, bei der Hochseiltruppe zu bleiben und einen Platz auszufüllen. Ich werde nicht ewig der Artist sein. Ich habe jetzt schon vieles abgegeben an die Kinder, was auch dem Alter natürlich geschuldet ist. Und die Jugend hat doch mehr Power und es ist ganz klar, ganz normal, so ist das ein fließender Übergang. Der Druck eigentlich ist der, an den ständig wachsenden Marktverhältnissen sich zu orientieren und immer oben zu bleiben. Immer so viele Veranstalter zu finden, dass man eine Tournee füllen kann, immer so viele Gastspiele zu haben, dass man existieren kann und wieder in das nächste Jahr kommt. Es gibt Jahre, die waren sehr, sehr gut. 2019 war so ein Jahr. Das war richtig gut. 2020 hätte das nochmal getoppt. Das wäre seit der Wende das beste Jahr
seit der, in der Geschichte der Hochseiltruppe geworden. Und dann kam diese unsägliche Pandemie und hat uns bald das Genick gebrochen wirtschaftlich. Nicht nur wirtschaftlich, auch künstlerisch. Es ist vieles, vieles kaputt gegangen. Es ist nicht mehr, es ist auch bei uns in der Familie nach dieser Pandemie nicht mehr so, wie es vorher war. Es hat sich 2 Jahre nicht zu arbeiten, 2 Jahre den Sinn der Existenz entrissen zu bekommen, das hinterlässt Spuren. Das vernarbt natürlich die Herzen und die Seele. Und das, da kämpfen wir auch heute teilweise noch damit. Ja, es hat, mein ältester Sohn hat aufgehört. Hat natürlich seine Frau hat auch aufgehört. Das sind zwei wichtige Leistungsträger, die uns fehlen. Die Lücken sind erstaunlich gut geschlossen worden. Was Alexander gemacht hat, macht jetzt sein jüngerer Bruder Max. Und dann sieht man auch, und da ist auch wieder Perspektive für die Nachwachsenden, für die Kinder, die dann demnächst Jugendliche sind, auch wieder. Also da sehe ich schon die Zukunft. Aber das war schon sehr, sehr schwer. Und das Jahr 2022, da haben wir die ersten Veranstaltungen gemacht. Da ging ja die Pandemie langsam zu Ende. Da hatten wir immer noch auch noch Unterstützung durch die Hilfsprogramme, die es gab. Das hat uns schon auch getragen. Aber da gab es schon große Erfolge. Die Leute waren froh, dass sie wieder raus konnten. Und das Jahr 2023, das war sensationell auf allen Gastspielen, auf allen Gastspielorten, wo wir aufgetreten sind. Aber insgesamt wirtschaftlich knapp, weil es einfach zu wenig Veranstaltungen gab. Weil im Jahr 2022 in der Pandemie, in der quasi noch Pandemie, keiner geplant hat, dass es irgendwann auch mal wieder vorbei ist. Und jetzt haben wir bald das Jahr 2024. Da freuen wir uns drauf, da gibt es schon wieder die ersten Verträge. Da haben wir auch schon wieder anstrengende Plätze. Da sind wir in Lugau am Wochenende, in Schmalkalden am Mittwoch, Dienstag und Mittwoch. Und dann sind wir in Taucha am nächsten Wochenende. Da weiß ich schon, das wird richtig schwer. Da ist jede Hilfe willkommen. Da werden wir auch nochmal die wieder holen, die vielleicht schon nicht mehr so aktiv dabei sind. Gibt es denn Traditionsorte, Städte, Gemeinden, die Sie seit 50 Jahren in regelmäßigen Abständen immer wieder einladen? Ja, das gibt es. Das gibt es, das hat aber gar nicht so viel auch mit den Verantwortlichen zu tun, sondern wirklich mit dem Ort, mit der Beziehung, die wir da haben. Wir sind ganz, also eigentlich in sehr großen Abständen, aber immer wieder gerne in Ortruf. Wir sind mit sehr großen Abständen in Gotha. Jetzt ist es etwas, wird es etwas eher sein, denn der OB hat versprochen, dass wir gemeinsam 1250 Jahre Stadtjubiläum feiern. Den 19. Thüringtag und das 125. Jubiläum der Geschwisterweisheit. Wir sprechen schon darüber, wir planen schon damit und es wird am 1. Mai-Wochenende im Jahr 2025 sein. Ich glaube, das wird eine große Sache, das ist schon so ein Highlight. Und dann beginnt ja das Jubiläumsjahr und viele Veranstalter freuen sich auch drauf. Was sich nach der Wende neu entwickelt hat, ist das Rheinisch-Westfälische Freilichtmuseum in Mechernich-Kommern. Die haben uns im April 90 oder 91 zum ersten Mal für ihren ersten Ostermarkt engagiert. Und wir waren dort regelmäßig, sind dort regelmäßig alle 3 bis 5 Jahre und sind vielleicht auch 2025 wieder da. Schauen wir mal. 125 Jahre Weisheit, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist man da ein Stück weit stolz? Wenn man zurückschaut und nach vorn schaut? Es waren schöne Jahre, waren auch schwere Jahre. Ne? Was wollen wir da sagen? Also wenn man so einen Betrieb macht, ne, und dann muss man eben arbeiten, aber auch manchmal nachts auch mal arbeiten. Also man kriegt ja nichts geschenkt. Wenn sie richtig laufen soll und eine Familie richtig vorwärts und die Hochseil ab, man muss arbeiten. Arbeiten. Die Kunst kriegt man nicht. Wie wichtig ist der innere Zusammenhalt, der herrschen muss? In so ja, das ist das Wichtigste. Wenn die Familie nicht zusammenhält, dann funktioniert nichts mehr. Man muss auch mal schimpfen. Klar, man muss auch mal richtig die Meinung sagen. Das ist ja normal. Das wäre ja unnormal. Man muss auch seine Meinung sagen und dann sagen, okay, hast du recht. Das ist normal. So, und dann ist es, deshalb ist es ja auch gut. Wenn es nicht so wäre, wäre es ja nichts. Gibt es denn gibt es in Europa vergleichsweise noch andere Truppen, bei denen Sie sehen, das funktioniert noch so? Es gibt keine große Hochseiltruppe mehr in Europa. Mir ist keine bekannt. Die großen Truppen, die im Zirkus arbeiten, kann man so nicht sehen. Das sind Artisten, die sich zusammentun, auch ja. Teilweise familienbasiert, aber die kommen meist aus Südamerika oder aus Asien. Ja. Und bei uns in Europa gibt es das nicht mehr. Wir sind wirklich da ein Phänomen und auch die großen Artisten-Clans und Artistenfamilien,
die es gab, Wittmann, Stey, Traber, Valenda, die wirklich über Jahrzehnte die Hochsalazistik in der Welt mitbestimmt haben, haben die Segel streichen müssen und haben aufgehört. Es gibt keine große Hochsaltruppe mehr. Und unser großes Glück ist auch dem geschuldet, dass wir alle was gelernt haben, dass wir eben auch Ideen umsetzen können, auch in der Familie. Wir hatten 2010 die Anfrage für das Wolkenkratzer-Festival in Frankfurt am Main. Da waren wir schon zweimal vorher und diesmal sollten wir auf der Zeil arbeiten. Da sind aber Bäume und Lampen und da konnten wir unser Motorrad schon nicht aufbauen. Und da hatten wir die Idee, André und ich, wir bauen einen Startmast, wo wir dann in 12 Meter Höhe über die 7 Meter Lampen drüber wegfahren können. Und das wollte ich gerne provisorisch machen für dieses eine Gastspiel. Der andere sagt, wenn wir einmal dabei sind, dann machen wir das gleich mal richtig, für immer, weil dann bieten sich ja ganz neue Möglichkeiten. Und dann haben wir hier in Gotha ein Statik- und Konstruktionsbüro gefunden, Rudolf Nicolai, der topfit war, der uns die ganze Statik gemacht hat. Und dann haben wir in den Jahren 10 haben wir geplant, 10 und 11, 11, 12 und 13 gebaut und geschweißt und gemacht, haben Unterstützung von vielen Gotha-Betrieben, vom Schweißfachbetrieb Gerloff und von Bayerler und also die haben uns alle unterstützt mit Material und allem und haben diesen Startmast gebaut, wo wir eben jetzt in 12 Meter Höhe starten können. Und das ist so teuer geworden, das hat 3- bis 4-fache von dem gekostet, was ich eigentlich geplant oder kalkuliert hatte. Und ich dachte, das bricht uns das Genick, aber 2015 und 2016 wären wir ohne diese Innovation gar nicht mehr zurechtgekommen. Denn jetzt können wir mitten in der Stadt arbeiten, wie beim Gotthardusfest über dem Marktplatz. Die Leute können unten drunter stehen, wir können auf einem Festival über das Publikum fahren und das Thüringtag in Sommer da stand der Mast hinter der Bühne und wir sind über das Publikum und über die Bühne gefahren. Wir können auf großen Rummelplätzen, Hamburger Dom, Bremer Osterwiese, Crailsheimer Volksfest, Nürnberger Volksfest, haben wir überall schon gearbeitet, weil wir mitten rein können und können über die Karussells und über dem arbeiten. Und das ist sowas, das hat sich ergeben, hat sich aber auch entwickelt und wir hatten die Qualifikation und die Möglichkeit, das umzusetzen. Und das hat uns wohl am meisten unterschieden von allen anderen Familien, die diese Möglichkeit nicht hatten oder die Chance nicht gesehen haben und nicht so ihr Ohr am Markt hatten, wie wir versuchen, das zu tun. Was macht denn einen guten Hochseilartisten aus, Herr Weisheit? Was muss man mitbringen, völlig unabhängig von familiären Bindungen? Was braucht man, um da, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, es reicht ja nicht nur, keine Höhenangst zu haben, oder? Er muss vor allen Dingen, er will es. Wer will es? Muss sportlich sein, will es. Alkohol gibt es keinen und so weiter, das geht es schon. Es gibt Leute, die können und die hören dann auf. Man muss sehr, sehr diszipliniert sein und man muss das aus Liebe zum Beruf machen. Und wie erkennt man ein Talent? Ach, das sieht man eigentlich relativ schnell. In unserer Familie. Irgendwie haben die das Talent oder entwickeln das, weil die ja kleine Kinder schon auf so kleinen Rohren rumlaufen, die wir in der Wohnstube stehen haben, dass die Kinder jederzeit die Möglichkeit haben zu balancieren. Aber wir hatten mal eine Artistenschule für Shoppingcenter. Wir haben eine Shoppingcenter-Tour gemacht mit Ausstellungen und da haben wir Kinder über Seil geführt. Das höchste Seil war 40 cm und so an der Hand. Es gab Kinder, das hätte ich nie gedacht, die können einen Fuß nicht vor den anderen setzen. Da war es unmöglich, dass die mit dem Fuß auf einem Bein stehend das Seil getroffen haben. Und es gibt andere Kinder, die sind nach dem dritten Mal alleine drüber balanciert. Und dann habe ich gefragt, und was macht ihr? Macht ihr irgendwas Sport? Ja, ich spiele Fußball, ich gehe zum Ballett. Und da sieht man dann sofort das Talent. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Geschichte. Ich meine, Sie haben 1973 den Laden übernommen. Hätten Sie sich träumen lassen, dass das 60 Jahre später, 50 Jahre später besser gesagt, immer noch funktionieren kann? Oder denkt man da immer nur von Jahr zu Jahr? Nein, das war doch mein Leben. Als Kind schon, wo ich 10 Jahre auf dem Mast gesessen habe. Mein Leben war das. Ich habe nicht gedacht, dass er mal auf. Das ist eine Familie. Ich dachte, jeder muss einen Beruf erlernen, damit er die Artistik später machen kann. Google an und es geht. Und ich kann sagen, also wenn ich jetzt mit Max spreche, der sagt ganz klar, ich bin Hochsalatist, das mache ich ein Leben lang. Und wenn ich mit meinem Enkel Lenny in unserem LKW fahre, ich fahre den Hochmast, den LKW, dann ist er mein Beifahrer. Und dann sage ich, und Lenny, freust du dich schon, wenn du dann 18 bist und den Mast fahren darfst? Mal sehen, ob ich da noch nebendran sitze als Beifahrer.
Und dann strahlen die Augen und sagt er, ja Opa, dann fahre ich den Mast. Mal sehen, vielleicht haben wir dann schon wieder andere LKWs. Und dann sind jetzt schon, ja, und das ist jetzt zweite oder dritte Klasse, hat er schon Pläne und Ideen, wie er mal den Betrieb gestalten will. Und da sehe ich schon Potenzial in Zukunft. Sie wissen das, Sie wissen aber das alle, macht, das macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr, manchmal auch sehr entbehrungsreich. Also ich sag's mal so. Wenn das Wetter schlecht ist und es hat Nieselregen und es ist kalt und man friert und steht auf dem Seil und der Besuch ist spärlich, dann sagt man sich, für was mache ich das eigentlich? Ich hätte es doch so schön haben können als Elektriker. Und wenn man dann unten steht und die Leute holen Autogramme und es hat alles geklappt und die Glücksgefühle durchströmen einen, dann braucht man nicht mehr drüber nachdenken, warum man das macht. Genau dafür. Ja. Was macht denn Ihren Vater aus, damit wir hier, wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches, wieder zum Ehrenbürger zurückkommen. Was macht ihn aus? Ihn macht aus eine große Zuverlässigkeit und eine große Kontinuität in seinem Tun. Er hat immer das Ziel gehabt, die Hochseilartistik voranzubringen, die Hochseiltruppe zu führen und zu formen, auch noch, als er dann aufgehört hatte, ist uns immer ein Anker und eine Basis hier zu Hause. Und hat auch heute noch gute Ideen und Vorschläge. Das braucht er gar nicht probieren, das haben wir vor 40 Jahren schon, hat es schon nicht hingehauen. Ja, und das macht ihn aus. Und ein bisschen schwer hat er es, weil er eben außer unserem Beruf nichts anderes hat. Also er hat keinen Schachclub und er ist auch kein Kleingärtner und er geht auch nicht angeln. Aber die Hochseilartistik fällt ihm nun mit 82 Jahren auch schwer. Und deshalb hängt er ein bisschen in der Luft. Aber ich glaube, er freut sich schon, wenn wir dann in Lugau sind. Mutti stammt aus Stolberg im Erzgebirge, also gleich nebendran, mit seinem Camping und seinem Auto uns mit uns in der großen Kolonne mitzufahren und dort seine Zelte aufzuschlagen. Das ist so das nächste große Ziel und da freut er sich drauf. Ja. Und wie würden Sie die Beziehung der Weisheit zur Heimatstadt Gotha beschreiben, Herr Weisheit? Ist das eine Liebe in gegenseitiger Zuneigung? Ja, klar. Gotha ist meine Heimatstadt. Die Stadt liebe ich, die Bürger liebe ich. Unser Bürgermeister ist in Ordnung, der hilft auch. Ne? Was will ich machen? Bin hier zu Hause, schon, wie viele Jahre sind schon, über 50 Jahre zu Hause. Ich bin zu Hause und Gotha ist eine wunderschöne Stadt, kann ich sagen. Habt ja viel gesehen, wie die letzten 30 Jahre aus Gotha entwickelt worden ist. Ne? War ja nicht, manchmal nicht mehr so gut, aber es hat sich wieder entwickelt. Und Gotha ist schon eine schöne, schöne Stadt. So, das soll es als Schlusswort gewesen sein, meine Damen und Herren. Rudi Weisheit, Ehrenbürger der Stadt Gotha, Peter Mario Weisheit, nicht nur Sohnemann, sondern auch Chef der Geschwister Weisheit, der einzigen Hochseiltruppe, die in Deutschland noch regelmäßig gastiert. Hoffen wir darauf, dass es noch mehr als zwei Jahre bis zum 125-Jährigen weitergeht. Wir bleiben dran. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Sie schauen und können regelmäßig bei oskar-am-freitag.de die einzigen Sachen sehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Meine Herren, es war mir ein großes Vergnügen.